Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses Muster zeigen. Seht ihr? Das kann man schön am Rand als Borde benutzen. Optisch sehr schön. Seht ihr ja, wenn man es in rund macht, fällt ein bisschen auf. So, und wie dieses Muster gestrickt wird, das zeige ich euch jetzt mal. Ja? So. Ich habe hier so etwas Kleines vorbereitet und zeige euch nun, wie man das strickt. Ihr könnt hier anfangen unten entweder mit euren Wünschen oder so wie ich es jetzt gemacht habe, zwei rein linke Maschen. Ja, so, jetzt fangen wir an. Ist im Grunde genommen ein ganz einfaches Muster. Heben unsere Randmasche ab oder ihr strickt sie, je nachdem, wie ihr möchtet. Jetzt habe ich so. Wir nehmen eins, zwei Maschen. Stricken diese Masche links. 1, 2 Maschen, diese links stricken. 1, 2, links stricken. 1, 2, links. Und das machen wir ganz durch. Ja? Ihr könnt so viele Umschläge auf dieser Nadel nehmen, wie ihr wollt. Ja? Ich mache jetzt nur 2 und keine 3, 4 oder 5 drauf, um euch einfach nur mal dieses Muster zu zeigen. Ihr könnt natürlich hier so lange wickeln, wie ihr wollt und so viele Maschen drauf nehmen, wie ihr wollt. Desto höher wird dann dieser Abstand. Ja? So, ich mache aber jetzt nur 2, um euch zu zeigen, wie es funktioniert oder wie es gestrickt wird und nehme jetzt keine 3 oder 4. Es geht ja eigentlich nur um die Technik, wie es gestrickt wird. So, okay. So, und unseren letzten Umschlag. So, ein ganz kleines Muster, also nicht viel, nur viel gucken muss oder so. So. So, das haben wir jetzt gemacht. So sieht es auch jetzt bei euch aus. So, jetzt gehen wir her. Nehmen die erste Masche ab. So, und stricken den ersten Umschlag. Den Rest lassen wir fallen. Stricken die Masche und den Umschlag stricken. Den Rest lassen wir runterfallen. Die Masche stricken und einmal hier rechts und runterfallen. Ja, könnt ihr sehen und runterfallen. Masche hier eine rechte aus dem Umschlag fallen lassen und hochziehen. Die Masche runter. Hier ist die Masche. Einmal hier durch und den Rest lassen wir runterfallen. Masche einmal durch, den Rest runterfallen lassen. So, einmal durch und den Rest des Umschlags runter und runter und runter. Hier mal so ein bisschen ziehen, die Masche stricken, einmal aus dem Umschlag eine Masche rausstricken und runterfallen lassen. So, und hier genau das Gleiche, da auch. So, hier auch bis zum Schluss strickt er das so. Ja, so sieht es immer aus. Ihr habt immer ein großes Loch dazwischen. Aber das ist nicht so problematisch, weil das gehört zum Muster dazu. Und die letzte. Dann zieht ihr euch das alles so ein bisschen so runter, dass die Maschen alle schön gleichmäßig aussehen. Ja, so. So sieht es jetzt hier aus. Den paar Umschlägen, die ich gemacht habe. Wie gesagt, hier unten habe ich 3, 4 gemacht. Das obliegt euch nachher, wie viele Umschläge ihr macht. Es geht hier eigentlich nur darum, wie es von der Optik her und wie die Technik ist, wie es gestrickt wird. So, wir drehen jetzt die Arbeit. Und von der linken Seite, wir haben dann hier wieder unsere Masche, von der linken Seite stricken wir 2 Maschen zusammen. Ja, so. Immer 2 zusammen. Hier ist der Umschlag gewesen
Und wir stricken die links zusammen und ziehen dabei das Ganze so ein bisschen nach oben. So, stricken, okay, so, nach oben ziehen. Damit das Ganze auch so ein bisschen nach oben geht, so, ja, stricken, so. Hier so, immer links, hochziehen so ein bisschen. Immer die zwei Maschen, immer zwei Maschen links zusammenstricken. Das ist einmal der Umschlag und einmal die Masche, ja, die ihr zusammenstrickt. Das haben wir hier, ihr seht, der Umschlag und die Masche werden zusammengestrickt. Umschlag, Masche, links zusammenstricken. Umschlag, Masche, links zusammenstricken. Umschlag, Masche, links zusammen. So, nochmal. So. Umschlag und die Masche. Links zusammenstrecken. So. Na, wühl nicht so, wie ich will. So. Und die letzten zwei zusammenstrecken. So sieht es jetzt erstmal aus. Ja? Wir gehen jetzt her und machen unsere letzte Reihe. Das heißt, wir stricken jetzt hier vorne linke Maschen. Wir stricken links. Ja? Alle Maschen links. So. Alle Maschen links stricken. Damit das Muster vom optischen her gut zur Geltung kommt. So, wir drehen die Arbeit und stricken von dieser Seite auch wieder links. Ja, so. Die rechten Maschen stricken wir jetzt links. Das ist jetzt eure linke Seite, die wir stricken. So. Wie gesagt, wie viele Umschläge ihr macht und wie weit ihr das hochziehen möchtet, das könnt ihr euch aussuchen. Wenn einer sagt, ich möchte nur einen Umschlag und möchte das dann so fallen lassen, dann habt ihr so eine Art Lochmuster. Also ihr müsstet schon zwei Umschläge nehmen, damit daraus kein Lochmuster wird, ja? So, das wäre jetzt euer Muster. So sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ja, so. So sieht es aus. Das wäre euer fertiges Muster. Ihr könnt natürlich auch hier drunter nochmal eine linke Reihe setzen, wenn euch das gefällt, so dass das Ganze als Borde denn so reinsetzt. Das obliegt euch dann oder eurer Fantasie, wie ihr das gerne machen möchtet. Ich wollte euch nur mal diese Technik zeigen, weil ich die ganz interessant fand und auch einfach und vom, ja, also und es ist so ein kleiner Blickfang, ja, was nicht jeder so hat. Also, ich wünsche euch mit diesem Video viel, viel Spaß und wenn noch Fragen dazu sein sollten, fragt mich, ich helfe euch gerne weiter. Also, bis dann, eure Ute und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten.